Ist schwierig, kriegt das Montag ist heute. Das ist schlimmer am Dienstag ist, wenn man merkt, dass es das Montag ist. Ist gar nicht Dienstag. Nee. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Juhu. Der Matze. Der Matze und der Lutze. Ja. Und wir sind so froh, dass wir noch da sind, wo alles andere weg ist. Ist ja nicht mehr los, oder? Nichts ist los. Nichts. Schön, dass wir da sind. Nichts, aber schön, dass wir da sind. Übrigens. Wir haben ja sonst nichts. Doch, wir haben was. Wir haben was. Wir sind Präsident. Genau, so. Wir haben nämlich die Wahl gewonnen. Hm. Wir zwei. Haben wir. Könnt ihr Glück haben, dass wir noch hier sind. Und zu Widerredenden werden unverzüglich und sofort verklagt. Oder unverzüglich verklagt. Also überlegt euch das. Übrigens müsst ihr natürlich die Klage auch bezahlen. Ja, und Steuern zahlen an uns ab sofort. Die VerklagtInnen. Wie spricht man das aus? VerklagtInnen. VerklagtInnen. Ach, egal. Ja, wisst ihr Bescheid. Wir gendern und konform. Dann gibt es noch eine Neuerung, dass hier in Borkheide wurde festgelegt, dass jeder, der das Wort Corona... ausspricht, dann mit einem alkoholischen Getränk nachzuspülen hat. Außer die Kinder. Außer die Kinder. Außer den Kindern. Ja, weil man muss sich ja, man muss sich das Zeug ja, wie sagt man? Desinfizieren. Du sagst es, so ein ausländisches Wort kenne ich überhaupt nicht. Desinfizieren. So, kommen wir zu Corona. Oh Mann. Mm. Die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark, die vom steht bei 90,5. Oh, die macht nicht so viel. Wolltest du auf Corona anstoßen? Hick, jetzt ist Schluss. Oh, Hick, jetzt ist Schluss. Nee, so viel Bier kann ich nicht. Wir haben Bräuchwart an, ich muss mir Whisky holen. 90,5 in Potsdam-Mittelmark. Im Amtsbereich Brück sieht es viel, viel, viel besser aus. Wenn wir jetzt eine eigene Landkreis wären, wären wir richtig cool drauf. Weil wir haben 0 neue Fälle. Einen einzigen Fall noch als aktuell Infizierten und 3 sind eingesperrt. Was machen wir hier Quarantäne. Anders als der Rest vom Landkreis? Fragezeichen, Fragezeichen. Corona. Oh. Wir sorgen für Desinfizierung. So geht so. Der alkoholfreie Montag dahin. Was ist denn Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol. Ja, und weil wir dabei sind, es gibt natürlich auch Informationen vom Zauche Fleming e.V., Tourismusverein, Zauche Fleming e.V., die weisen nochmal darauf hin, so wie wir das auch schon gemacht haben, dass die Gastronomen Hilfe brauchen. Ja, die brauchen Kundschaft. Ach, Kundschaft brauchen die. Ja. Also jetzt nicht zum Gartenarbeit oder so, sondern Kundschaft, genau. Ja, denn die haben alle, die machen Homeoffice quasi und kochen alles vor. Genau. Und das geht in jedem Ort hier ringsrum. Also hier Fliegerheim, Borkheide, der Linderhof. Heißt das so? In Linde zum Beispiel. Genau. Und auch in Goldsoe, Zickengang. Die machen alle Essen zum Mitnehmen. Also unterstützt, wo ihr könnt, die Gastronomen. Auch zum 11.11. zum Beispiel. Das ist dieser Gänsebratentag bei uns immer einmal im Jahr. Da, Fliegerheim bietet Gänse, Enten und Wildschwein, habe ich gelesen. Ja. Ja, kann man sich telefonisch bestellen und das dann abholen. Und wie bei den anderen auch. Ja, die versuchen natürlich alle zu überleben. Es geht halt nicht nur um die Gastronomie, es geht auch um die Kunst. Jetzt muss ich dazu sagen, ich zähle eigentlich auch darunter, muss ich sagen. Offiziell zumindest. Ich mag immer den Begriff nicht so sehr, aber tatsächlich ist es so, man hat ja keine Termine mehr, hat ja eigentlich kaum noch zu tun. Die Firmen halten sich zurück und. Ich kenne in Potsdam welche, da sind beide selbstständig mit Veranstaltungssachen und die haben nichts. Das ist alles komplette Einkommen weggebrochen, ne? Ich merke es ja auch, ich mache das ja im Nebenerwerb auch, so ein bisschen Tontechnik und so ein Kram. Da ist halt Tote, ne? Totentanz. Da ist nichts mehr los. Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, unterstützt uns. Das geht ja, du musst ja trotzdem irgendwo diese Anordnung einhalten. Das sind ja keine Gesetze, aber Anordnung oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also, ich habe keine Ahnung. Aber naja, wir gucken mal. Also, Hunger habe ich jedenfalls nicht. So, und schon sind wir fast durch, mein lieber Matze, außer Sport. Fußball, kommen wir zum Fußball. Der BSV 90 hat wieder mal gewonnen. Und führt die Tabelle an. Und wenn ihr es nicht glaubt, werdet ihr verklagt. Natürlich. So. Von uns beiden. Ja. Kostenzeit, ja.
gegenüber. Ist das jetzt Corona geschuldet? Oh. Hm. Wetter. Kann ich mehr. So, das Wetter wird ganz langweilig die Woche. Kein Regen, ein paar Wolken, bisschen Sonnenschein, Dienstag und Freitag der meiste Sonnenschein zu sehen. Und Temperaturen im Bereich unter 10 Grad Anfang der Woche und Donnerstag pendelt sich so um die 5 Grad obenrum ein. Nee, 10 Grad oberhalb der 5 Grad ein. Ja, ich drehe hier ein bisschen auf dem Stuhl hin und her. Das beruhigt mich. Ich überlege, was hier irgendwie kalt ist, unterhalb wird, wenn es oberhalb. Unterhalb ist ganz schön. Ja, ich habe eine Mütze oben, ist wärmer als unterhalb. Ja, und Richtung Wochenende wird sich es nicht von Donnerstag heraus noch verändern. Es bleibt so um die 10 Grad tagsüber. Nachts um die 5. Letzten Samstagnacht war ja ein herrlicher Sternenhimmel. Hast du den gesehen? Ja, es war dunkel draußen. Ja, unten. Da oben waren Sterne. Ein richtig glasklar, schöner, klarer Himmel. Das Geld liegt auf der Straße, sagt man immer so. Ich muss ja nach unten gucken. Das waren, die Sterntaler waren mehr so. Ach, die Sterntaler waren diesmal dran. Und ja, aber es war schon ganz schön frostig nachts, glaube ich. Wir waren schon um die 0 Grad. Ne? Genau. Und weißt du, Matze, ich habe ja noch sowas vor, weil ich ja eigentlich, hier höre ich ja immer zu den Leuten, die versuchen, kreativ zu sein. Ich weiß, kann man sich so mal... Die ja. Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Und da habe ich gesagt, weißt du, was ich machen werde? Aber sie stirbt. Weißt du, was ich machen werde? Hm? Ich habe mir gesagt, ich werde Bilder machen von Maskierten hier in Burgheide. 2020. Ich mache ganz großes Bild und dann mache ich überall die Porträts von 2020. Dann musst du aber auch mal die Leute langsam fotografieren. Ich muss mal die Leute vor... pass mal auf, ich habe hier schon Fotos. Guck mal hier. Das meinst du nicht mich, oder? Ich weiß nicht, wer sich hinter den Masken versteckt. Mhm. Und ja, werde ich glaube mal, ich werde mal so einen Aufruf starten, wo dann, wer möchte, ich erwische den, wo immer der ist, oder ich komme vorbei, oder ich treffe die irgendwo, oder die kommen hierher, und dann mache ich Fotos, ganz stinknormale Porträts mit Maske, und die haue ich alle auf ein einziges Bild drauf, richtig alle groß, Burgheide 2020. Also wer da Lust hat drauf, ihr wisst ja, wie er mich erwischt. Ich habe so ein bisschen langsam Angst davor, wenn der Impfstoff mal zieht, ne, und es den Virus so in abgerechter Weise nur gibt und es noch viel mehr Veranstaltungen gibt als vorher, dann haben wir gar keine Zeit mehr hier. Mach das lieber ganz schnell mit deinem Bild. Ja, wir haben jetzt bis Jahresende genug Zeit, glaube ich. Hier passiert nichts mehr. Keine Weihnachtsfeiern, nichts. Vielleicht sollte man einfach mal sagen, wir machen die ganze Hauptstraße zu einem Weihnachtsmarkt oder zum Glühweinstand. Jeder, der ein Gartentor hat, macht das Tor auf. Also geht zu einem Finanzamt, wo es dann einer Geld einnimmt. Oder? Aber das wäre mal so eine schöne Sache. Man nimmt sich den 12.12. oder so und überall machen die Leute ihr Tor auf, stellen Glühwein hin. Und dann kann man einmal längs laufen, keiner trifft sich unterwegs und man kann überall mal ein Glühweinchen oder einen heißen Apfelsaft zwischen. Ja, dann brauchst du aber noch die Leute mit den Schubkarren, die wieder zurück müssen, wieder zurückfahren. Wenn du immer längs bist, die Straße, kommst du zu Fuß nicht wieder zurück. Aber die Idee ist doch gut, oder? Na, wir schauen mal. Okay. Ja, die längste Weihnachtsmeile. Wir gucken, was wir wirklich so verwirklichen können. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, einfach mal mit auf den Tisch. Wir gucken mal so. Wir wollen mal ganz den sozialen Kontakt hier nicht aufgeben, weil wir Menschen leben von Sozialkontakten. Und so ganz ohne, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das so funktionieren soll, ganz ohne. Ja, da wird gesagt, bleib zu Hause. Ja, aber ich habe hier Leute schon ein ganzes Jahr nicht gesehen. Aber dich habe ich gesehen. Oft genug, ne? Reicht jetzt auch. Okay, das war's für heute. Wir machen kurz und knapp. Ich habe noch ein bisschen was vor. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, bei so einem Spielchen mitzumachen, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Bis dahin, wie immer hier am Montag. Wir hoffen, wir halten noch eine Weile durch. Der Matze und der Lutze. Tschüss, Corona. Oh. Tschüss. Und tschüss. Kriegen wir eigentlich von der Brauerei Dividende oder so? Nee.